Guten Tag, hier spricht Christian Schwarzkopf und ich möchte Ihnen heute mal einen Trade auf Crude Oil vorstellen, der davon profitiert, dass der Ölpreis sich bis zur der Fälligkeit der Optionen eine Richtung nach oben oder nach unten bewegt. Einen sogenannten Front Ratio Trade, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Um was geht es? Ich habe Ihnen hier mal einen Chart des Crude Oil Futures Fälligkeit Juni 2015 eingezeichnet und die Optionen, die Juni-Optionen werden fällig am 14. Mai, das ist in etwa hier hinten. Der Trade, den ich Ihnen vorstellen möchte, der profitiert davon, dass sich der Ölpreis bis zu diesem Termin entweder ein Stück nach oben oder nach unten bewegt. Sollte er gleich bleiben, wird dieser Trade ein Verlierer. Sie setzen also, wenn Sie diesen Trade umsetzen, darauf, dass die Volatilität, die wir hier in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, dass die am Markt bleibt oder auch, dass ein bestehender Trend sich weiter fortsetzt. Ich möchte Ihnen das im Detail hier noch einmal einzeichnen und zwar der Trade, den ich Ihnen gleich vorschlagen werde, wird zu einem Gewinner oder wird zu einem Maximalgewinner, sagen wir mal, wenn sich der Ölpreis bis zum 8. Mai, das ist das Datum, zu dem ich das kalkuliert habe, also es ist eine Woche vor Fälligkeit der Optionen, wenn sich der Ölpreis also bis zu diesem Zeitpunkt, den ich hier mit dieser Linie eingezeichnet habe, entweder auf ein Niveau von $43 bewegt oder nach oben 57,5. Das ist in etwa hier. Also der Ölpreis geht irgendwann zwischen jetzt und dem 8. Mai, berührt er diese obere Linie hier oder diese untere Linie. Der Trade, den ich Ihnen vorstellen möchte, mit dem man von dieser Marktmeinung, die man dann hat, wenn man diesen Trade eingeht, profitiert, ist ein sogenannter Front Ratio Trade. Warum heißt der Front Ratio Trade? Einfach, weil es ist ein Ratio Trade, weil Sie sowohl auf der Call- als auch auf der Put-Seite jeweils eine ungleiche Anzahl von Optionen Long bzw. Short gehen. Machen wir es am konkreten Beispiel. In dem Trade, den ich hier vorschlage, ist es so, dass Sie die Calls mit einem Strike-Preis von 61 Long gehen und zwar jeweils für zwei Shorts gehen Sie einen Long. Also Sie gehen den 66er Call, gehen Sie Short. In dem Beispiel habe ich 20 Shorts gewählt für 10 Longs. Sie können das skalieren auf jede beliebige Anzahl. Und auf der Put-Seite machen Sie das Gleiche. Sie gehen 20 Puts mit einem Strike von 35 Short und dafür 10 mit einem Strike von 40. Weil die Anzahl der Optionen jeweils auf der Call- und Put-Seite unterschiedlich ist, spricht man von einem Ratio-Trade und in dem Fall von einem Front-Ratio-Trade, weil Sie die Option, die näher am Geld ist, aktuell pendelt der Ölpreis so um die 50, weil Sie die Option, die näher am Geld ist, das ist auf der Call-Seite der 61er Call und auf der Put-Seite der 40er Put, weil Sie den Long gehen. Deshalb ist es ein Front-Ratio. So, warum gehe ich diesen Trade überhaupt ein? Weil wir derzeit einen relativ steilen Skew, zumindest auf der Put-Seite haben, einen Volatilitäts-Skew. Gemeint ist Folgendes: Es ist ja immer gut, teure Optionen zu verkaufen und billige Optionen zu kaufen. Und das Kriterium, an dem ich festmachen kann, ob eine Option teuer oder billig ist, ist eigentlich immer die implizite Volatilität, die hier in dieser Spalte steht. Und Sie sehen es hier, die Short-Optionen kosten jeweils gemessen an der impliziten Volatilität mehr als die Long-Optionen. Ja? 44 zu 45, 37 haben wir hier eine Differenz zu meinen Gunsten sozusagen von 1,30 in etwa.
kann man leider kaum lesen, aber Sie hören es ja, was ich sage. Und auf der Put-Seite, da ist der Skew noch viel attraktiver zu meinen Gunsten. Da verkaufe ich nämlich Optionen, die 7% mehr implizite Volatilität haben als die, die ich kaufe. Einfach die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Trade jetzt eingehe, weil das hier zu meinen Gunsten steht. Wäre der Skew andersrum, dass die Optionen, die ich kaufe, teurer sind als die Optionen, die ich verkaufe, würde ich diesen Trade nicht eingehen. Sie sollten also bei solchen Trades immer darauf achten, wie ist eigentlich der Woda-Skew. So, jetzt gucken wir uns mal das G&V-Profil an. Das ist hier oben abgebildet. Aktuell ist der Ölpreis hier bei ungefähr 49,98. Hier habe ich das auch abgebildet. Ich habe hier eingezeichnet zwei vertikale Linien, einmal diese hellblaue und einmal diese orangefarbene Linie bei jeweils 43 bzw. 57,5, also dem unteren und oberen Ziellevel, was ich im Auge habe. Und Sie sehen, das kann man wegen der Skalierung hier nicht besonders gut sehen. Ich kann das gleich nochmal größer machen, dass hier auf jeden Fall Geld verdient wird, wenn der Preis an die untere Schwelle oder an die obere Schwelle heranläuft. Und wenn er hier gleich bleibt, dann werden Sie auf Dauer Geld verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, und jetzt kommt das Auswahlkriterium, warum ich diese Strikes und diese Preise gewählt habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis von jetzt bis zum Ende der Optionslaufzeit entweder hierhin oder hierhin bewegt, beträgt aktuell 83%. Das heißt, unsere Gewinnwahrscheinlichkeit liegt aus heutiger Sicht bei 83%. Wie viel wir denn gewinnen, das können wir aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Das kommt nämlich darauf an, wann der Preis diese Schwelle berührt. Ich habe hier noch eine recht interessante Rechnung aufgemacht. Ich mache mal wieder diese ganzen Mallinien weg, damit Sie es besser sehen können. Und zwar habe ich hier einfach mal ausgerechnet, wie zu diesen Daten, die hier stehen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich wie viel Geld verdiene. Ich habe Folgendes getan. Ich habe mir hier zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel den 17.04.2015, der wird hier in diesem G&V-Diagramm durch diese rote Linie dargestellt. Und nun bin ich hingegangen und habe gesagt, für jeden Preis zwischen 0 und 100, sagen wir mal, habe ich geguckt, wie hoch ist mein Gewinn und habe den gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Preislevel am 17.04.2015 erreicht ist. Also machen wir mal ein Beispiel, ohne dass die Zahlen jetzt stimmen, einfach nur zur Illustration. Bei einem Preislevel von 37 habe ich hier einen Gewinn von vielleicht, sagen wir mal, 5.000 $. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis bis zum 17.04., nee, am 17.04. bei genau 37 steht, beträgt meinetwegen 0,1%. Dann würde ich diese 5.000 oder habe ich diese 5.000 $ Gewinn gewichtet mit 0,1%. Also einfach 5.000 mal 0,1%. Das sind dann 5 $. Das Ganze habe ich im Prinzip für jeden einzelnen Punkt auf dieser roten Linie gemacht. Und am Ende habe ich diese ganzen Gewinne und Verluste, die ich so ermittelt habe, addiert. Und die Summe dessen ist das hier, 519 $. Was sagt mir diese Zahl aus? Diese Zahl sagt mir aus, dass ich in dass die dass unter Zugrundelegung der Wahrscheinlichkeiten wird dieser Trade durchschnittlich 519 $ Gewinn zum 17.04. bringen. Wenn ich diesen Trade, was ich in der Praxis nicht kann,
aber wenn, in der Theorie schon, wenn ich diesen Trade 1000 Mal wiederholen würde, würde ich im Schnitt 519 Dollar gewinnen. Das heißt nicht, dass es bei diesem Trade so sein muss, aber wenn ich diesen Trade nur oft genug mache, wird das mein durchschnittlicher Gewinn zum 17.04. sein. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Ich zeige Ihnen zum Schluss nochmal die Strike-Preise, die ich ausgewählt habe und die Optionen, damit Sie das nachvollziehen können. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne in der Facebook-Gruppe. Ich beantworte das. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Schwarzkopf.